Die Parabel P hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Die Punkte a n, x, y liegen auf der Parabel P. Gib die Koordinaten der Punkte a1 und a2 an, wenn die Ordinate y gleich 5 sein soll. So, schauen wir uns mal an, was gefragt ist. Nämlich hier, gib die Koordinaten der Punkte a1 und a2 an, wenn die Ordinate y gleich 5 ist. Nun, was wissen wir weiter über a1 und a2? Nun, das steht hier, die Punkte an liegen auf der Parabel p. Und die Parabel p hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Also werden wir irgendwie diese Funktionsgleichung brauchen. So. Also nochmal, was wissen wir noch über a1 und a2? Sie liegen auf der Parabel, das ist die da. Und zusätzlich wissen wir, y soll 5 sein. Also gehen wir einfach her und setzen für dieses y 5 ein. Ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. So, wir haben jetzt eher eine ganz normale quadratische Gleichung. Und diese quadratische Gleichung lassen sich ein paar Möglichkeiten lösen. Wir wollen es jetzt mal mit Hilfe des Taschenrechners lösen. Und zwar über die Funktion Tool PODI 2. Jetzt gehen wir mal in den Taschenrechner. Und rufen diese Funktion Tool auf, die ist hier gelb unterlegt, das heißt gelbe Taste zuerst drücken und dann hier diese Taste. Dann haben wir hier bei Option C PODI stehen, Enter und den PODI 2 auswählen. So, und was jetzt hier wichtig ist, der PODI 2 verlangt, dass wir eine Gleichung haben der Form ax² plus bx plus c ist gleich 0. Das ist die allgemeine Form quadratischer Gleichungen. Schauen wir uns nochmal an, was wir gegeben haben. Wir haben hier stehen, 5 ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Wir haben also nirgendwo das ist gleich 0 stehen, also müssen wir unsere Gleichung erst noch einmal umformen. Gehen wir hier nochmal zurück. Das heißt, auf der linken oder rechten Seite muss ist gleich 0 stehen. Das schaffen wir jetzt ja am schnellsten, indem wir die 5 auf die rechte Seite bringen, und zwar mit minus 5. Es steht hier, 0 ist gleich 0,5x² plus 4x minus 7. Wir haben jetzt hier ist gleich 0 stehen, das heißt, das muss unser Term ax² plus bx plus c sein. Und wenn wir jetzt nachschauen, was entspricht der Zahl a, was entspricht der Zahl b und was entspricht der Zahl c, werden wir sehr schnell fündig. A ist die Zahlfaktor für x², b ist der Zahlfaktor für x und c ist die Zahl ohne Variable. So, gehen wir zurück in den Taschenrechner. So, genau das will jetzt nämlich unser Taschenrechner wissen. Was ist mein a? Nun, a ist 0,5. B entspricht der 4. Und c ist minus 7. Okay, wenn wir diese drei Zahlen eingegeben haben, müssen wir diese Funktion noch ausführen. Dazu brauchen wir die execute, das heißt gelbe Taste. Und dann gibt uns der Taschenrechner schon die Werte für x1 und x2 raus. Und damit sind wir schon fast am Ende, weil wir müssen es jetzt noch ordentlich aufschreiben und am Schluss nochmal die Punktkoordinaten angeben. Also wir haben diese Gleichung und jetzt müssen wir hinschreiben, welche Funktion des Taschenrechners wir benutzen, nämlich die Tool PODI 2 und daraus erhalten wir dann ein x1 mit dem Wert x1 ist 1,48 und ein x2 mit dem Wert minus 9,48.
Ja, das sind jetzt die x-Koordinaten der Punkte a1 und a2. Die y-Koordinate haben wir im Prinzip hier schon stehen. Wir wissen, a1 und a2 haben y ist gleich 5. Und das setzen wir einfach für die y-Koordinate ein. Also folgt daraus a1 mit 1,4822 und a2 mit minus 9,4822. Und wir sind fertig.